McLuhan hat praktisch alles in den 60er Jahren erforschen können und vorhersagen können, wo sich die Medien 30, 40 Jahre später hin entwickelt haben. Und er ist damals bereits an Punkten gewesen, die damals geheimnisvoll kryptische Thesen waren, die heute erst so richtig schon langsam für alle verständlich werden. Und dieses Verständnis kann man mit McLuhan auf jeden Fall fördern. Und sein Punkt war immer, man muss zuerst mal verstehen, was eigentlich passiert, und dann kann man sich richtig verhalten. Ich glaube, er würde mal das interessiert beobachten und sehen, was da wirklich mit den Leuten passiert. Und dann würde er versuchen, das in eine Art Medienökologie einzubauen. Das heißt, der richtige Gebrauch, wie setzt man es viel, wenig ein, nicht zu viel, mit welchen anderen Medien kann das austariert werden, um da nicht einseitig zu werden. Der Inhalt eines Mediums ist immer ein anderes Medium. Das ist gerade für die Analyse eines Computers interessant, weil natürlich, man könnte sagen, im Computer stehen alle alten Medien drinnen. Und wenn man den Computer wirklich analysieren will, muss man wahrscheinlich vorher alle anderen alten Medien, die da mit drinnen und kombiniert sind, wirklich untersuchen. Schriftbild spielt nach wie vor natürlich eine große Rolle. Es kommt in den meisten Medien vor und hat, das hat McLuhan auch schon vorhergesehen, die Funktion eines Ausbalancierens gegen eine immer kräftiger und sich in den Vordergrund drängende elektronische Welt. Also ich würde sagen zwei, die magischen Kanäle, da gibt es einen stärkeren systematischen Teil, und das Medium ist Massager, das ist einfach optisch sehr schön und fasst die wichtigsten Gedanken auch wirklich sehr schön zusammen.